Tag 5, wohl wieder ein grauer Tag, Nieselregen. Mehr Regen ist angesagt, aber ich habe trotzdem Lust. Und schön ist es trotzdem, man könnte da jetzt schön den Waldenstein sehen, aber landschaftlich finde ich es trotzdem toll. Sogar der Raps blüht hier sogar noch so ein bisschen. Die Saale plätschert so ein bisschen vor sich hin, die Junge. Noch klein, noch klein. Das wird sich noch ändern. Und heute habe ich dann so 80 Kilometer vor. Das wäre zur Bleilochtalsperre. Ist doch eigentlich ein schönes Ziel. Die nächsten Stationen sind jetzt Scharneck und Schwarzenbach und dann kommt Hof. Also da ist doch was auf dem Weg, aber Lust habe ich. Ich hoffe, es gibt auch schöne Bilder, also dann wünsche ich viel Spaß dabei. Hatte ich eigentlich auch erwähnt, dass ich fiesen Gegenwind habe. Ich dachte, im Norden pustet das immer nur. Aber auch hier gibt es ja Wind. Ja, das waren schon einige Höhenmeter schon wieder bis hierher. Ja, anstrengend, aber schön ist es trotzdem. Auch wenn es jetzt wieder mehr regnet. Egal. Spaß bringt es unheimlich. Die Saale ist schon ganz schön wieder beträchtlich angewachsen. Aber gerade ein toller Abschnitt, so mitten über den Hof zu fahren, witzig. Echt toll. Tolle Führung. Das ist Schwarzenbach. Ja, sieht auch wieder gut aus. Auch im Grauen. Der Regen ist fast weg, also es sind nur ein paar Tropfen zur Zeit. Ich bin zufrieden mit dem Wetter, mit der Strecke auch. Es waren zwar jetzt wie immer so ein paar steile Stücke dabei, aber konnte ich alle bewältigen. Also bis jetzt läuft es richtig gut. Ich habe auch das Gefühl, man wird eher fitter als schwächer.
Also das macht richtig Spaß. Und als nächstes größerer Ort ist dann Hof. Jetzt bin ich schon in Hof. Ja. War eine schöne Strecke, gerade eben erst noch an einer stark befahrenen Landstraße. Aber dann wird es schön, immer schön entlang der Saale. Und jetzt bin ich hier mittendrin in Hof. Eigentlich hatte ich vorher immer unterwegs, wollte frühstücken, aber Bänke waren da genug. Aber es regnet da wieder stärker, also brauche ich ein bisschen Dach über den Kopf. Die ganze Zeit war nichts. Jetzt hier in Hof. Jetzt habe ich hier so ein Pavillon, aber keine Bank. Toll. Da muss ich halt im Stehen jetzt mein zweites Frühstück zu mir nehmen. Ja. Soll ich gleich noch mal reinfahren zur Altstadt? Bei dem Wetter weiß ich nicht. Sonst geht's dann gleich mal weiter. Mahlzeit. Ich bin jetzt so gut wie raus aus Hof, nur noch kleine Vororte hier. Es wird ruhiger zum Glück. Ja, nächster große Ort, Blankenstein, 24 Kilometer. Und die Richtung, falls ich nicht mehr weiß, wo die Mündung ist, da steht immer auf dem Schild ein kleines M. Also für mich gleich zu finden. Na, einen kleinen Schlenker hatte ich ja noch durch Hof gemacht, aber großartig da durchfahren wollte ich jetzt nicht. Hier oben bin ich jetzt in Saalenstein. Die erste Steigung, harte Steigung, die auch im Bikeliner verzeichnet ist, habe ich jetzt hinter mir. Kurz, aber heftig. Da werden noch viele folgen.
Aber ist doch klasse, hat man auch immer solche Aussicht aufs Tal. Wunderschön, auch bei Regen. Dort drüben, das ist Hirschberg. Das ist schon Thüringen, also bin ich hier an der Grenze von Thüringen und Bayern. Na, die Grenzkontrollen sind anscheinend nicht mehr da von Corona. Ja, aber der Regen, der bleibt bei. Ich schätze mal, dass wir den ganzen Tag so beibleiben. Ja, Blankenburg, ja, nicht zu sehen. Kein Schild, naja, doch da drüben. Blankenstein 12 Kilometer. Naja, das ist schon nicht mehr so weit. Sieht doch wieder schön aus hier. Wow, tolles Panorama. Aber dafür muss man das wieder hart erkämpfen. Könnte auch so idyllisch sein. Aber man hört es vielleicht. Da unten verläuft die A9 ganz schön laut. Jetzt bin ich hier auch auf der Grenze zu Thüringen hier unten an der Saale. Ja, das habe ich gerade alles abgefahren. Ganzen tollen Höhenmeter, alles wieder weg, alles wieder runter. Ja, die nächste Steigung kommt bestimmt. Aber ist ja echt schön hier. Echt klasse. Ja, aber Bayern verlässt mich nun. Ja, da hat man doch gemerkt, dass es da noch ein bisschen strikter ist, alles mit den Maßnahmen. Und Thüringen will sogar bald alles aufheben. So sind hier die Unterschiede. Aber das Wetter ist gleich wie in Bayern. Regen, Regen, Regen. Das wird sich nicht ändern. Das ist nicht normal, wo man hier längs geschickt wird. Das waren locker 150 Höhenmeter hier hoch. Da sind wir wieder total weit oben. Also mit Gepäck, das sollte man sich echt überlegen. Wahnsinn, da muss man echt topfit sein. Da war der Mulderadweg ja gar nichts gegen. Und Blankenstein, das kommt und kommt auch nicht. Immer noch 4 Kilometer. Mann, vor 2 Stunden war ich in Hof. Gott sei Dank, da muss man hier kämpfen.
Ich bin im Blankenstein. Boah, geschafft. Kaputt. Eigentlich nicht. Das geht immer, wenn man nicht wieder ein paar Sekunden Ruhe hat. Und hier beginnt ja auch der Rennsteig. Oder der Rennsteig-Radweg. Den haben wir auch zwei gefahren. Die möchte ich mal gerade mal gerne grüßen hier. Frank und Andreas. Ja, ihr habt das auch toll gemacht letztes Jahr. Aber mein Weg, den ich im Moment fahre, ist aber auch nicht ohne. Regnen tut es ja immer noch. Ja, da sage ich jetzt nichts mehr zu. Und die nächste Steigung war auch schon angeschlagen mit 15% durch Blankenstein hoch. Irre. Echt irre. Aber es war ja vorher angekündigt und ich bin darauf vorbereitet. Ich bin zum Glück sehr fit, dass das klappt. Da bin ich auch glücklich drüber. Es sind wirklich 15%. Aber die Thüringe und der Süße hat gut getan. Unglaublich viel Power gebracht, hier hochzufahren. Ja, fahren. Ja. Jetzt geht's wohl wieder bergab. Kilometer bis Saarburg, hört sich ja gar nicht so schlimm an. Aber bis jetzt läuft es wieder genauso wie vorher. Zweistellige Prozentzahlen hoch und auch wieder runter. Selbst hier direkt am Stausee bis jetzt noch nicht viel zu merken. Also hier geht es auch nicht flach weiter. Da ist auch endlich das Ding. Zum ersten Mal sehe ich das auch richtig hier. Oh, Schifffahrt gibt es ja auch, aber doch wieder anders wie der Edersee bis jetzt. Sieht wieder anders aus, aber schön und voll ist er auch. Der Bleiloch-Stausee, ne? Ich glaube, das ist sogar Deutschlands größter. Das ist bestimmt schon der 10. überdachte Rastplatz hier in Thüringen. Und in Bayern war gar kein einziger. Hier wird wenigstens mitgedacht.
Aber jetzt kommt wohl die nächste große Steigung. Hoffe ich, dass ich die auch wieder schaffe. Einsam ist das hier, aber auch steil. Puh, war wieder anstrengend, aber davon geht es noch weiter hoch. Ich bin jetzt irgendwie 8 Kilometer vor Saarburg. Ich glaube, das könnte auch mein heutiges Ziel werden. Denn es war gerade immer trocken und jetzt fängt es wieder an. Naja, schauen wir mal. Aber es könnte auch bald ein Ende haben. Immer noch nicht in Saarburg. 4 Kilometer noch und das ging schon wieder hoch und runter. Und die Abfahrten konnte man auch nicht runtersausen, weil da waren immer so eine Querrillen. Total nervig, alle 300 Meter. Immer abbremsen, wieder rüber und oh. Aber ich glaube, die letzten 4 Kilometer gehen jetzt nur noch am See entlang. Oh, ich hoffe, dann war es das mit den großen Steigungen. Irgendwann langt das auch mal. Kurz vor Schluss muss ja doch noch eine starke Steigung sein, 10%. Da vorne ist gleich das Ortsschild. Hier ist gleich so eine Hütte zum Unterstellen. Ja. Aber ich werde mir hier eine Unterkunft suchen. Weil Zelten, so viele schöne Zeltplätze hier in der Gegend. Ich habe mir so schön ausgemalt. Und dann sowas. Hätte wenigstens trocken bleiben können. Denn wer hätte gezeltet? Grau ist egal. Oder auch mal ein Schauer. Aber soll es noch Stunden weiter regnen? Ja, Pech halt. Naja, dann gucke ich mal, ob ich hier was kriege. Ich habe jetzt auch schon weit über 80 Kilometer Höhenmeter. Weiß ich noch gar nicht. Naja, schauen wir mal.
ein Arm weiter und es regnet immer noch. Ja, was soll ich machen? Aber es hat mir trotzdem viel Spaß gemacht heute. Ja, es war ja doch klar. Es war anstrengend, aber ich hatte so viel Lust darauf und es hat auch trotzdem sehr viel Spaß gebracht. Und ach, es ist doch herrlich unterwegs zu sein und auch jetzt hier diesen Ort nochmal abends anzuschauen, wo man gelandet ist. Macht echt viel Spaß. Ja, ich habe auch ein gutes Zimmer gekriegt, habe gut gegessen jetzt. Ein Zimmer mit Seeblick, also echt gut, preisgünstig. Hat echt gut geklappt. Aber das Wetter, naja, ich muss nehmen, wie es kommt. Morgen geht es genauso heftig weiter, vielleicht auch mit dem Regen. Einen Tag muss ich noch durchhalten, dann soll es besser werden. Heute waren es 86 Kilometer. Auf 1040 Höhenmeter bin ich schon wieder gekommen. Echt Wahnsinn. Und morgen geht es ja so weiter, auf und ab. Aber die Landschaft ist echt toll. Klasse. Natürlich bei Sonnenschein wäre es viel schöner, aber ich finde es klasse. Trotzdem, ja, einmal im Jahr oder zum zweiten Mal bin ich jetzt unterwegs, aber das ganze Jahr ist das trocken und ausgerechnet jetzt kommt so ein Regengebiet hier an und bleibt auch noch stecken. Ja, ich kann nichts machen. Ich würde gerne zelten hier, aber so bringt das ja keinen Spaß. Ja, aber ob ich das nochmal auspacken werde, weil ab Freitag wird es besser, dann aber wieder mit Gewittergefahr, mit Unwettergefahr. Es klappt irgendwie nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber das ist ja auch das Spannende an so einer Reise. Okay, ich hoffe, es hat dann heute gefallen. Morgen geht es dann weiter. Wohin, werden wir sehen. Also, dann bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Anschauen. Moin, moin. Tschüss.